Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Weinbaufreunde. Herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei zockt Terroir. Terroir, wie auch immer, ich weiß es nicht. Winzer, ja. Wir sind im Februar, die Pflanzen dürften gleich wieder wachsen. Ich hoffe, die Kohle nimmt zu, weil wir haben ja Wein im Verkauf und dann nicht zu wenig von. Wir gucken gerade mal rein, was die verkauft haben. Na, die haben die Hälfte verkauft. Das heißt, es gibt noch eine Einnahme im März und dann gibt es kein Geld mehr. Dann haben wir wieder alles eingenommen für dieses Jahr. Apropos, haben wir überhaupt hier, wir haben noch Kredite laufen. Wir repayen den Kredit. Also wir zahlen den zurück. Für 7000. Wäsch damit. Damit sind wir den Kredit los. Hier können wir übrigens so Sachen kaufen wie Changing Rooms, Sonnenliegen, Zelte, Signposts, Windturbinen. Die geben sogar Renown dazu. Also Ruhm. Zäune, Fässer. Ein Leuchtturm bringt sogar 100 Renown. Das ist interessant. Dass da noch ein paar Sachen so einen Bonus dazu gekriegt haben. Aber das hier ist das nächste Ziel, beziehungsweise, nein, das nächste Ziel ist es, dass wir ein Spray entwickeln gegen diese dreckigen Pilze und Krams. Das geht mir voll auf den Nerv. Ja, erstmal alles hochbringen und dann gucken, wie es weitergeht. Ich bin sogar am Überlegen. Soll man einen zweiten Wein dazu nehmen? Bevor ich 1000 neues Land kaufen? Wir expandieren mal noch nicht zu schnell. Es kann ja immer noch alles schief gehen. Ich glaub's zwar nicht. Mittlerweile ist meine Erfahrung so gut in dem Spiel, dass es eigentlich nicht mehr schief gehen dürfte. Aber wir sind nie gefeit davor, dass wir einen extrem schlechten Jahrgang haben, den wir wegschütten müssen. Und dass uns die Kosten eben, ja, dann über den Kopf wachsen. Es gibt einen Wein, Syrah, der auf Sand wächst. Den kann ich jedem Neuling empfehlen. Weil das der einfachste Wein ist überhaupt. Immer runterschneiden aufs Minimum, die Reife hochlaufen lassen bis 10, alles ist gut. Ja. Der kann nämlich nicht verbrennen irgendwie. Wenn du dann noch die richtigen Werte rauskriegst, dass du einen 5-Sterne-Wein hast, die ich euch jetzt aktuell nicht verraten will im Video, weil das ja gespoilert wäre, wenn es einer selber rausfinden will, dann hast du immer einen 5-Sterne-Wein, immer. Und dann kannst du sagen, das läuft sicher. Es läuft sicher und gut in die richtige Richtung. So, wir sind im Juli. Warten, dass im Juli hoffentlich kein Regen mehr kommt, sondern im August cloudy. Ja gut, August cloudy, wird Zeit, dass wir mal runterschneiden. Wir müssen nämlich jetzt langsam Reife reinkriegen und August ist schon recht spät. Deshalb machen wir ganz nackig, dass mit jedem kleinen noch so ein bisschen, was nicht Regen ist, die Reife steigt. So, wir sind im September. Die Drecksfruchtfliegen machen unsere Ernte wieder kaputt. Es kommt wieder Regen. Alter, wir brauchen Sonne. Im Oktober, das seht ihr, da haben wir schon so einen Wein, der total floppt. Wir sind schon im November. Ich müsste jetzt eigentlich ernten, sonst geht er uns kaputt. Ja, weil wenn der nicht runtergepflückt wird, dann haben wir ein Problem. Jetzt haben wir auch ein Problem. Die Optimalwerte kriegen wir da never ever hin. Da kriege ich es eventuell hin, hier kriege ich es eventuell hin, aber hier... Pff.
Wie kriegen wir den Wein gebogen? Das erstmal müssen wir ihn crushen. Ja. Wir wollen keine Sweetness rausnehmen. Wir wollen viel Acid dazu bringen. Wir brauchen 3, damit wir bei 7 sind. Wir wollen in dem Fass eigentlich überhaupt nicht lagern. Sonst verlieren wir ja noch mehr von dem ganzen Zeug. Ich glaube, wir botteln gleich mal. Und jetzt ist halt die Frage. Ja, jetzt haben wir rausgekriegt. Der hier nimmt Sweetness raus. Was macht der? Ist das überhaupt eine Weißweinflasche? Das sieht alles aus wie Rotweinflaschen. Wir botteln mal in der und lassen das mal liegen. Und auch mit dem komischen Schraubverschluss. Und lassen das hier drin mal einen Monat liegen, weil ich einfach mal wissen will, was passiert. Den Wein, den können wir eh vergessen. Das gibt einen Beschissener. Da brauchen wir nicht lange drüber reden. Der Jahrgang ist für die Hunde. So. Wir haben Sweetness dazu gewonnen durch die Flasche. Wie geil ist das denn? Diese Flasche gibt uns Sweetness dazu. Mit dem Schraubverschluss. Aber wenn wir da einen Korken reingemacht hätten, hätte es passieren können, dass Tannis auch noch eins hochgeht. Das wäre ja super gewesen. Dann hätten wir das noch hingekriegt. Für Flaschenlagerung hätten wir den Wein noch gebogen bekommen. Also, wir merken uns, die eine Flasche nimmt Süße weg, die andere Flasche packt Süße hinzu. So, wenn wir jetzt nämlich hier die Top-Leute wieder nehmen. Es gibt never ever einen 5-Sterne-Wein. Oh! Okay, dann haben wir das Optimum noch nicht gefunden. Wenn das 7677 5 Sterne gibt und 7667 oder 66 Sterne gibt, auch 5 Sterne gibt, dann haben wir das Optimum noch nicht gefunden. Dann müssen wir noch gucken, wie das Ganze weitergeht. So, 1080. Wir geben dem hier mal ein bisschen mehr, weil wir Geld brauchen. Und ansonsten, wir müssen jedem Wein geben, damit wir das eben hier hochhalten, die Boni, weil die Boni sind mehr wert, wie das, was wir bezahlt kriegen. Ja. Also dieser Bonus hier, der ist Gold wert und dass der hier alles abnimmt, ist auch gut. Weil wenn wir mal einen richtigen Scheißwein haben, kriegt der den kompletten Scheißwein. Sind wir den auf einmal los, dann kann der einer den abverkaufen über Jahre oder so. Ja, das ist uns dann auch egal. So, dann warten wir wieder auf Februar und hoffen, dass wir irgendwie die Fruchtfliegen wieder loswerden. Wenn das Ding jetzt in den Verkauf geht, hoffe ich, dass wir hier noch ein bisschen was dazu kriegen. Und wir hatten... Oh, wir haben mal richtig Geld verdient im letzten Jahr. 170.000. Ich frage mich, wo das ganze Geld geblieben ist. Oh, es gibt keinen Regen. Wir steigen schon auf 3 Reife im Februar. Oh, und auf 5 Reife im März. Regen, wir brauchen Regen. Bitte, oh Gott, nein, bitte nicht. Einmal verbrutzelte Trauben, bitte. Dann gibt es die schlechteste Ernte, die wir jemals hatten. Ja, da sind sie verbrannt, da wachsen auch keine Trauben mehr. Es gibt auch schlechte Jahre, ich hab's euch gesagt, es läuft nicht immer gut. Das Problem daran ist jetzt, es
wächst nichts dazu, weil sie verbrannt sind. Und die fressen uns noch was weg. Das heißt, wir haben ganz wenig Trauben dieses Jahr. Es ist nicht das Problem, dass wir die Reife von 10 haben. Es ist ein Problem, dass nichts mehr dazu wächst und die komischen Fruchtfliegen alles wegfressen. Das ist jetzt ein Problem. Zum Glück haben wir Geld auf dem Konto, was unseren Arsch retten kann in diesem Jahr. Ja, also deshalb, ihr dürft nicht die Kohle ausgeben, ihr müsst sparsam sein, ihr müsst auch schlechte Jahrgänge müsst ihr verkraften können. Alter, das gibt's doch nicht. Regne doch mal, sonst müssen wir so schnell wie es geht ernten im September, weil es bleibt nichts übrig. Es bleibt ja nichts übrig. Ach du Scheiße, gibt das ein Kackjahr. Also eigentlich können wir es auch bleiben lassen. Eigentlich können wir es auch bleiben lassen, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, die ernten wir gar nicht. Die lassen wir so lange stehen, wie es geht, in der Hoffnung, dass es noch ein paar Mal regnet und dass der Reifegrad noch runtergeht. Bitte, was soll ich mit 0,15 Tonnen Trauben? Die lassen wir einfach stehen. In der Hoffnung, dass die jetzt noch überschießen hier. Und dann das Ganze noch sinkt. Und dann vielleicht bis November nochmal Trauben hinzukommen. Das ist gut. Dann holen wir die jetzt doch noch rein. Wir haben es noch hingekriegt, die auf 8 zu kriegen. Und noch ein paar Trauben reinzuholen. Jetzt haben wir wenigstens eine halbe Tonne. Das ist nicht gut, aber es ist besser wie das, was wir vorher hatten. Risiko hat sich bezahlt gemacht. So, dann crushen wir die mal. Das ist so eine Scheiße. Jetzt müssen wir hier, wie viele Punkte müssen wir runter? So viel wie geht. 4 sind wir bei 6. Sehe ich das richtig? Ja. Tja, so ist das Leben als Winzer. Du bist sehr wetterabhängig. Und du musst darauf hoffen, dass alles hinhaut, ne? Wenn es nicht hinhaut und hast einen schlechten Jahrgang, dann verdienst du mal keine Kohle. Und deshalb brauchst du gute Jahrgänge, dass du gut Geld verdienst, um schlechte Jahrgänge ausgleichen zu können. Das macht dieses Leben sehr, sehr unsicher. Sehr wetterabhängig. Während wir sagen, oh, wir brauchen Sonne im Sommer, damit wir schön ins Schwimmbad gehen können, später zu mancher Winzer und Landwirt dafür, dass dass es schneit, auf gut Deutsch gesagt. So, wir brauchen hier einen Wert von 7. Wir müssen aber auch 2 Tannens runter, also brauchen wir hier einen Wert von 9. Dass wir dann in diesem Fass hier 2 Monate lagern können. Wir haben Januar. Jetzt haben wir Februar. Ein Monat ist rum, es entwickelt sich. Oh, und jetzt müssen wir Wein machen, während wir auf die Trauben achten. Das gibt auch eine spannende Geschichte. Schon wieder so ein Jahr, wo es nicht regnet. Oh Mist, nicht zu lang drin lassen. Ich hab's verpeilt. Okay. Alles gut. Wir botteln. Weil das war ja auch okay. Das hat ja auch 5 Sterne gebracht. Mal gucken, was der 4-Sterne-Kritiker zu dem Wein sagt. Der sagt,
4,5 Sterne. Ist nicht ganz Optimum. Aber wir haben insgesamt 5 Sterne Wein. Nur leider nicht viel davon. Weshalb wir dem hier das Maximum geben. Und dem hier einen Rest. Und in der Mitte kriegt man nichts. Das haben wir letztes Jahr verdient. War kein prächtiges Jahr, war aber gut genug. Und wir sind über 30. Das heißt, wir können hier 25 und 30.000 einsetzen, um in 6 Monaten die Pestizide zu erforschen. Das machen wir jetzt auch mal. Dringend nötig. So, das ist gut. Wenn wir auf Reife 4 im März Regen haben und dann Pflanzen wachsen, ist gut. Blätter wachsen, sehr schön. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht überschießen. Wir wollen das jetzt auf Optimal Foliage halten. Also auf dem optimalen Laubbewachs. Wenn es drüber geht, müssen wir sofort schneiden. Das könnte gut aussehen dieses Jahr. Das könnte sehr gut aussehen dieses Jahr. Wir schneiden eine Stufe runter, weil wir noch ein bisschen Süße brauchen. Ein bisschen Reife brauchen. Im Juli geht's hoch. Sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Jetzt dürfte es nochmal regnen. Tut's aber nicht, es wird clear, das ist nicht gut. Würden wir im September vermutlich ernten. Sobald wir ernten können. Ja, kriegen wir 1,9 Tonnen, aber trotzdem verbrutzelt. Ja, weil Reife 8 war zu viel, das war too much. 10, 10, 10, 1. Aber gut, wir wissen ja grob, wie wir es hinkriegen. Wir kriegen nur kein Optimum-Wein hin. Das ist das Problem daran. Denn wir wissen schon, wir kommen nur runter auf 6, nicht auf 7. Wir wollen aber auf 7. So, Süße. Ich bin gerade am Überlegen. Ich bin gerade am Überlegen, ein Experiment zu machen. 1, 2, 3 anstatt 4. Dann kommen wir auf 7 Sweetness. Oh, ich muss mir das mit den Flaschen auch aufschreiben, ey. Das ist Gold wert, dann noch ein bisschen mit der Süße hantieren zu können. So, jetzt müssen wir wieder ganz viel Tannins rein, also ganz viel Acid reinbringen. Da wären wir bei 7, da wollen wir hin. Da wären wir bei 8, dann gehen wir unten eine Stufe runter und sind hier auch bei 8. Dann gehen wir noch eine Stufe runter, dann sind wir bei 9. Dann gehen wir hier runter auf 6, richtig? 7, 8, 9, ich glaube ja. So, jetzt lassen wir das 2 Monate in dem Fass lagern. November haben wir schon.
Come on, Dezember müsste ein Monat sein. 8, 7, 8, 8. Sehr gut. Eine Stufe müssen wir noch runter. Fürs Experiment. Ja, wir müssen das Spiel auch langsam experimentell erforschen. Das ist genau meins. Also bitte nicht spoilern. So, Januar. Wir sind bei 7767. Das Ganze wollen wir botteln. Und jetzt kommt's. Wir nehmen den Korken und die Flasche, die uns Sweetness rausnimmt. So, jetzt haben wir das in dieser Flasche. Jetzt haben wir 7767. Jetzt lassen wir das in der Flasche bis Februar liegen. Na, wo bleibt der Februar? Da haben wir einen Februar. So, jetzt bin ich gespannt. Achtung. Funktioniert ja super. Ich dachte, der nimmt ein Sweetness raus und packt mir ein Talents rein. Das war zumindest meine Überlegung. lass mal noch einen Monat liegen. Bis März. Gott, gibt jetzt doch eine längere Folge, wie ich dachte. Ich wollte eigentlich jetzt Schluss machen. Aber ich habe das vergessen dann. Ja, das ist das Problem. So, mittlerweile wachsen auch schon wieder Trauben. Und sind im März schon bei 4. Ich glaube, hier ändert sich nichts. Hält der Korken das konstant jetzt? Das ist ätzend. Ich will nicht, dass der Korken das konstant hält. Wir warten noch einen Monat. Es gibt Regen. Das ist sehr gut. Jetzt beides gemeinsam managen ist schwierig irgendwie. Oh, super, jetzt verlieren wir oben Asset. Komm, bevor es ganz in die Hose geht. Das gibt eh einen Scheißwein. Nein, das gibt einen guten Wein. 5 Sterne bei unseren 3 Sterne, 4 Sterne. 6, 7, 6, 6. Hat die anderen auch wieder eingefangen. Also ist das momentan das Angepeilte. Eieieiei. Ja, das wird interessant. Das wird echt interessant. Das muss ich mal aufschreiben. 6, 7, 6, 6. Wo habe ich einen Zettel und einen Stift? Habe ich ihn dann noch auf dem Zettel stehen? Achso, das ist für iRacing. Ja, okay, gut. So, da der 5-Sterne-Wein ist und wir Geld brauchen, hauen wir den raus. Und wir haben genug Flaschen, dass wir das wieder schön verteilen können. Ich würde sagen, 400 sind wir bei 1200. 90 sind wir bei 400 Stück, dann haben wir 1200. Bleiben übrig 100, wenn ich 90 nehme, jeweils 30 sind, sind wir bei 430. Und es bleiben übrig 30, sind wir bei 440. Sehe ich das richtig? Ob wir richtig stehen oder nicht, sagt uns, hey, Kopfrechnen will langsam wieder. Ja, ich muss das mal ein bisschen üben, das Kopfrechnen. So, und jetzt ist der Wein im Verkauf, der andere wächst schon.
Und ich komme in zeitliche Probleme und lasse mitten im Weinwachstum die Folge enden. Es tut mir echt leid, aber 25 Minuten. Deshalb sage ich an der Stelle einfach mal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken, wie ich winzern oder wie ich winzere. Langsam sollten wir auch hier die Peststoffe fertig haben. Genau, gegen Fruchtfliegen und gegen Phyolax irgendwas. Gerade mal gucken, gibt es da auch noch irgendwie ein Spray? Nö. Gibt's nicht. Es gibt kein Spray gegen diesen komischen anderen Pilz. Das ist doof. Pause, 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 Pause. Und ich bin raus. Ich sag danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß hier auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.